bin dann nochmal wieder zurück auf Magix und dank Magix bin ich ja auch eigentlich wieder da auf YouTube. Weil ich habe plötzlich im E-Mail-Postfach habe ich plötzlich Werbung bekommen. Die gibt es immer so einmal im Jahr von Magix für die neue Version. Und ich habe einfach gesagt so, weißt du, kaufst du die und dann Attacke Bonanza, komm, dann fängst du wieder an. Und ich habe dann aber nach sehr kurzer Zeit eben festgestellt, weil ich eben mit Premiere gearbeitet hatte, vier Jahre habe ich mit Adobe Premiere gearbeitet. Ich habe dann halt festgestellt, Digga, Magix ist scheiße. Weil erstmal, das dauert richtig lange mit dem Rendern. Das dauert auch mit dem Pre-Rendern für die Vorschau. Das dauert auch nochmal richtig lange. Ups. Und dann, der Rendervorgang selber, ja, der dauert dann auch nochmal irgendwie gefühlt eine halbe Woche. Und das gefällt mir nicht. Das hat mir einfach nicht gefallen. Und deswegen habe ich dann gesagt so, okay, Adobe, was bietest du mir an? Was kostest du? Was kostest du als Abo? Und dann habe ich halt gesehen, okay, das kostet mich 35 Euro im Monat. Und dann habe ich gesagt so, ich nehme die 35 Euro jetzt in Kauf, das ist mir egal. Dafür kann ich halt alles schnell bearbeiten und alles schnell wegrendern und das kostet mich nicht so viel Zeit. Das Einzige, was ich zu dem Zeitpunkt noch nicht wusste, dass ich irgendwann damit anfangen werde, Livestreams zu bearbeiten. Und da kommen wir jetzt zu so einem Punkt, der mich persönlich ein ganz klein bisschen an der ganzen Sache halt stört. Natürlich, ich könnte da auch was gegen machen, aber ich meckere lieber. Nein, ich könnte was dagegen machen, nämlich ich könnte Minecraft zum Beispiel YouTube exklusiv wieder machen. Habe ich gar keinen Bock zu. Habe ich einfach keine Lust zu. Und so mache ich das denn lieber so, dass ich mir die Zeit nehme, mir jedes Video anschaue, jedes einzelne Video wird angeschaut und jedes einzelne Video, jeder einzelne Cut wird von Hand gesetzt. Und dann hast du so deine 5, 6, 7, 8 Videos, die du dir dann anguckst, ich sag mal, wo dann halt gar nichts passiert ist, wo du nichts rausgeschnitten hast, wo du dann einfach auf die 20 Minuten auch hättest gehen können, hättest da einen Cut setzen können und hättest dann sagen können, rendern feuerfrei. Ach, und wenn ich gerade dabei bin, ne, kann ich nochmal so ein Ding von früher, damals erzählen. Ja? Als das ganze YouTube-Ding generell angelaufen ist, da haben ja auch die ganzen Softwareentwickler, sei es Adobe, sei es Magic, sei es Sony Vegas, die haben dann ja auch alle reagiert und haben dann ja auch langsam die ganzen Schnittprogramme eben für den Markt attraktiv gemacht oder attraktiv machen wollen. Und das war dann auch so langsam die Geburtsstunde der Stapelverarbeitung. Und die Stapelverarbeitung, die nimmt einem ja unglaublich viel Zeit weg. Also, die gibt einem viel Zeit wieder. So ist es eigentlich richtig. Die Stapelverarbeitung, die gibt einem ein unglaubliches Pro an Zeit. Weil man macht seine Arbeit, indem man sagt, alles klar, ich cutte jetzt 5 Folgen. Und wenn die 5 Folgen gecuttet sind, dann schicke ich die zur Stapelkonvertierung oder Stapelverarbeitung, kann dann sagen, alles klar, ich lasse den Rechner über Nacht laufen und gehe dann pennen. Mein CPU ist einfach uralt. 4. Generation Intel i7. Sag ich dir so, wie ich es denke, du renderst damit ein 1080p Video von 20 Minuten, wo die Ausgangsdatei 1080p ist und die Eingangsdatei 1080p. Das wirst du mit der CPU in circa 30 Minuten rendern. Weil du darfst eine Sache nicht vergessen. Man hat damit auch mal angefangen. Die CPU ist sowieso bei den Renderprogrammen nicht unbedingt ausschlaggebend. Die Grafikkarte und der Arbeitsspeicher. Die Grafikkarte und der Arbeitsspeicher, die sind sehr ausschlaggebend dafür. So, was brauchen wir denn jetzt? Wir brauchen Gold und wir brauchen Redstone. Gold?
Hab halt auch nur eine 79. Ich bleib bei meiner Aussage. Ich erklär dir auch gerne, warum ich bei meiner Aussage bleibe. Damit habe ich angefangen. Beziehungsweise nicht angefangen. Angefangen habe ich mit dem AMD-Rechner. Aber ich bin nach 2 Jahren, 3 Jahren, bin ich auf ein System, ähnlich wie das, was du jetzt da beschreibst, gewechselt. Und ich sage dir, bleibe mal bei meinen Aussagen. Das fehlt mir? Osmium. Okay. So. Wir haben einen so einen Hurlican. Excuse me. Die nächste Frage, oder ich stelle dir jetzt einfach eine ganz einfache Frage. Hast du 16 GB Arbeitsspeicher? Ja oder nein? Zweiunddreißig Gigabyte Speicher. Dann, ja, wie gesagt, ich brauchte jetzt nur, wie viel Arbeitsspeicher du hast. Und jetzt, Surprise, du kannst, Chat, hier wollte ich rein. Du könntest ohne Probleme Videos aufnehmen, Videos schneiden, Videos rendern. Ohne Probleme. Ohne Probleme. Weil mit solchen Systemen haben wir ja mal angefangen. Das Einzige, was du jetzt natürlich nicht erwarten darfst, irgendwie ein Call of Duty in Max. Ja, das darfst du selbstverständlich dann nicht erwarten, aber ich denke mal, das ist dir auch selber klar. Solche Sachen darfst du jetzt dann natürlich nicht erwarten. Ein bisschen anders. Machen wir erstmal so. Werden wir alles noch irgendwie anders bauen. Ich weiß aber noch nicht wie und ich weiß auch noch nicht wann, aber wir werden es nochmal irgendwann anders bauen. Also wie gesagt, das sind halt so die Anfänge und so haben wir alle mal irgendwann angefangen. Irgendwann, irgendwo. So, dann wollen wir mal gucken, ob der sich verbindet. Früher ging das ja nicht. Früher musste man ja Umwege setzen. Heute braucht man keine Umwege. Maggie TCMBU an die Grenzen kommt bei Modded MC. Minecraft ist für mich ehrlich gesagt kein Maßstab. Minecraft ist auf Java programmiert und ich habe in den letzten 9 Jahren habe ich halt so viel about Java und Minecraft gehört, explizit Java dabei, was mich jetzt einfach dazu veranlasst hat, in meiner Wahrnehmung dem meisten einfach Java die Schuld zu geben. Weil Java an so vielen Dingen in Anführungsstrichen schuld ist. So, jetzt haben wir mit der Lurgy-Infuser. Dann können wir jetzt ja eigentlich auch theoretisch mit der Erzvermehrfachung anfangen. Ja, war es nicht gut für Multicore optimiert. Genau, das war das, was ich damit so... Was halt hier drin in meinem Kopf eben war. Aber Bedrock MC ist kacke. Da brauchst du gar nicht mehr schreiben. Bedrock MC ist kacke. Right. Zustimmung. 100%. 100, 200, 300%. RTX on ist mir egal. Ich habe ja eine RTX. Ich habe eine 2080 Ti. RTX on interessiert mich nicht. Ich habe einen Zeus Shader. Und der scheint jetzt ohne Modpack. Also ohne Modpack vor allem. Ja, moin. Der scheint jetzt halt ohne hier Dingens. Der läuft jetzt. Ja. Der funktioniert jetzt einfach. So, ja, ich muss mir einmal eben den Flowchart aufrufen. Minecraft kennt kein Multicore. Weiß ich nicht, heute echt immer noch nicht. Also, ne,
ihr wisst, ich bin, oder Peter, du explizit, du weißt, ich bin ziemlich lange raus aus dem Minecraft-Game. Keine Ahnung. Ach, war doch richtig. At Mechanism. Ah, jetzt geht's nämlich los. Jetzt brauchen wir doch den Stahl. Thermal, Extreme Reactor, Mechanism. Mechanism, Steel Dust. Steel Dust. Wie stellen wir den Steel Dust her? Kohle und Enriched Iron. Wie stellen wir Enriched Iron her? Kohle und Eisen. Okay, wir müssen Kohle besorgen, right? Is this right or is this wrong? Ich finde das so lustig. Ich hatte wieder einen Kommentar unter meinen Videos, von wegen, dass ich die englische Sprache so falsch betone. Das war schon wieder jemand, der sich da so ein bisschen halbwegs drüber beschwert hat. Seitdem ist es mir eine Ehre, wieder ganz viel Englisch zu sprechen. Ist mir einfach eine Ehre. Okay, das scheint mit dem Shader nicht so gut zu laufen. Oder habe ich jetzt einen falschen gemacht? Machen wir Locked auch noch. Na hoch. Na hoch. Wenn ich eine... Soll ich denn daneben machen? Nein, auch nicht. Okay, schade. Ja, alles klar, es funktioniert dann halt nicht. So, wir haben 364. Dann brauchen wir erstmal gar nichts. Läuft smooth, aber wenn ich es nicht modden kann, ist halt doof. Ja, was heißt, ist halt doof? Ist halt kein Minecraft, ne? Weil, sind wir mal ehrlich, woher kommt der Erfolg bei Minecraft? Woher kommt der Erfolg beim Landwirtschaftssimulator? Woher kommt der Erfolg beim Euro Truck Simulator, vorsichtig, das ist eher der Multiplayer. Woher kommt aber der Landwirtschaftssimulator und Minecraft? Woher kommt dieser Erfolg? Ja, ist leicht undeutlich. Also, würde ich dem Shader die Schuld geben. Aber ich nehme lieber den Shader, als da jetzt drauf gucken zu können. Weil ich denke mal, wir bauen sowieso dementsprechend ein großes Lager. Und dann, ja, nee. Mit der Lurking Infuser. Davon möchte ich jetzt ein paar Stück haben. Machen wir doch einfach mal. Einfach mal machen. Einfach mal machen. Frag mich nicht, was das jetzt war. Klang aber komisch. Ja, es gibt mittlerweile wieder eine größere Community, die Vanilla spielt, als noch vor ein paar Jahren. Aber Modded ist halt schon eine große Community. Minecraft und Vanilla spielen? Also, mein Kopf sagt mir da so, langweilig? Ohne Frage. Ohne Frage, Minecraft Vanilla bietet mir nix. Komm, sagen wir es einfach so, wie ich es denke. Minecraft Vanilla bietet mir nix. Bietet mir effektiv gar nichts. So, Kohlen. 1, 2, 3, 4. Keine Ahnung. Ich meine, ich bin da definitiv nicht Maßstab und ich will mich da auch nicht als Maßstab irgendwie setzen. Ich sag nur in dem Punkt einfach meine Meinung und ich kann einfach Minecraft Vanilla, das ist so unglaublich, das fühlt sich einfach so unglaublich langweilig an.
doch Carbon, sagt er. Ihr müsst mir ab und zu solche Tipps schneller geben. Schneller, schneller, schneller. Ich habe solche Sachen vergessen. Immer wenn ich sowas höre, wie oder wenn ich sowas lese, macht doch Carbon. Ja, dann fällt mir ein so. Ja, es gab ja Carbon. Stimmt. Der neue Neta ist schon richtig spaßig. Die ganzen Fahnen, Redstone bauen kann. Da gibt schon einiges. Ich bin aber auch mehr für gemoddet. Enrichment Chamber. Scheiße, die habe ich noch nicht. Na, okay. Also, es nützt nichts. Ich muss ein bisschen was davon herstellen. Ganz einfach aus dem Grund. Dafür brauche ich Stahl. Da würde ich jetzt einfach mal so viel Stahl herstellen, wie irgend möglich. Und dann gucken wir mal. Jo. Halt, stopp, zurück. Zurück, Marsch, Marsch. Nein. Oh, die müssen noch raus. Die kommen damit rein. Sup. Das hier bauen wir später nochmal um. Also, wirklich. Da werden wir noch jede Menge umbauen. Aber immer mal wieder hier runter, wenn da oben irgendwie ein bisschen was läuft. Immer wieder hier runter, ein bisschen die Wand erneuern und so. Das ist schon okay. Ich bin fein damit. Yes, I'm fine with this. With that? I don't know. Damit sich die ganzen englischsprachigen Spieler wieder so ein bisschen über mich aufregen können. Wieder genügend Zündmaterial geben. Vor allem das Schöne ist, ihre Kommentare sind Shadow gebannt. Ach ja, das ist so klasse. Ich bin so ein Arsch. Ich glaube, so Shadowbannen ist sowieso einfach das Mieseste, was es gibt. Ist einfach so unglaublich mies für manche Menschen. Also, wer jetzt nicht weiß, was Shadowban bedeutet, in dem Zusammenhang. Man schreibt bei mir auf dem Kanal einen Kommentar, aber niemand wird ihn lesen. Niemand kann den Kommentar lesen. Er geht einfach weg. Dieser Kommentar ist einfach nicht da. Ich mag Shadowbans. Ich mag das. Das ist voll toll. So hält man sich Trolle ein bisschen vom Hals. Einfach Shadowban. Einfach sagen. Niemand wird es jemals lesen. Aber wenn du auf den Kanal gehst, dann wirst du deinen eigenen Kommentar lesen und wirst dir denken, der wollte es aber jetzt zeigen. Nie hast du nicht. Und so machen das übrigens viele, ne? Also ganz viele Leute, also es gibt ja zum Beispiel so eine Ente, eine junge Dame, die sich wie eine Ente nennt, die hat ganz viele Worte von vornherein schon praktisch geshadowbanned. Deswegen kann man auch ganz viele Sachen schreiben, aber niemand wird das jemals lesen. Ich mag das.